Zeit für zwei neue Aquascape-Projekte. In diesem Video wird es mal wieder ein klassisches Unboxing geben. Und zwar sind hier die Pflanzen für gleich zwei neue Aquascapes enthalten. Beziehungsweise genauer gesagt, zwei neue Projekte warten. Eins könnt ihr schon hier im Hintergrund erahnen. Da läuft jetzt gerade der Darkstart für ein neues Iwagumi als Hintergrund. Und ein weiteres Becken, nämlich das Denelle 30 Liter Becken, wird eingerichtet werden. Die Pflanzen hierzu habe ich jetzt freundlicherweise von Denelle Plants respektive vom Juris dort als Ansprechpartner kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Was genau, wie genau, das schauen wir jetzt genauer an. Also, legen wir los. Denelle Aquam Pflanzenratgeber, und zwar hier Designing Living Homes. Unter der Prämisse läuft das Ganze, und hier gibt es sehr schöne Vorschläge, sehr schöne Bilder, sehr schöne Inspirationen für die Gestaltung von naturnahen oder wie auch immer gestalteten Aquascapes, Aquarien, ganz klassisch die Herangehensweise, ein paar Tipps und Tricks dazu. Und hier auch ein paar Vorschläge konkret mit Pflanzen für verschiedene Fische, für die verschiedenen Cubes gleich ein paar Designvorschläge. Sehr, sehr cool gemacht, und das gefällt mir auch schon ganz gut hier. Viel Busse verlandern, viel Serum-Mini-Landschaft und Mut zu großen Brocken. Ja, voll. Ja. Sehr, sehr schön. Tropische Urwaldriesen im Kleinformat, die bepflanzten Wurzeln, Moose, und hier nochmal das Informative, die ganzen Pflanzen alphabetisch sortiert, alles was ihr hier bekommen könnt, ob in vitro oder Aufsitzer, aufgebunden oder gerade auch hier solche Rollrasen, solche sogenannten Pflanzenpads. Das ist doch mal wirklich jetzt hier recht innovativ und informativ zu den Pflanzen. Seht ihr hier nämlich nicht nur die Gattung, Art, sondern natürlich auch für welchen Bereich des Beckens geeignet ist. Vordergrund, Hintergrund, Mittelgrund. Ob es CO2 oder welchen Härtegrad benötigt, welchen pH-Wert und wie sie sich vermehren, und alles dann nochmal so ein bisschen informativ gehalten, wie sie gepflegt werden, mit welchen Tieren sie insbesondere oder auch nicht gehalten werden können sollten. So ein Basic-Pflanzenratgeber. Ist so wirklich sehr schön gemacht, alles hier schön designt und so zum Durchblättern. Ich liebe ja sowas. Da kann man einfach mal ein bisschen Zeit verbringen und drumherum einiges noch in Erfahrung bringen. Ja, sehr cool. Das freut mich. Die Natur als Vorbild. Genau, hier mit den bepflanzten Wurzeln, mit dem Busse verlandern, mit dem Moosen. So ähnlich habe ich es auch vor. Und werde nämlich gleich zwei neue Scape-Projekte hier jetzt in dem Karton enthalten haben. Und zwar haben wir jetzt, was haben wir denn alles anbieten? Und das Ganze wollen wir jetzt natürlich mal anschauen. Also. Ein Karton hier.
Elocaris Pusilla. Die sollten wir hier ein paar Mal drin haben. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Na, erst viermal. Komm, Steiner. Dann haben wir die Aufsitzerpflanzen. Jetzt seht ihr auch was. Die Aufsitzerpflanzen haben wir, die Hygrophila pinnatifida gleich zweimal. Da wird es nämlich was auf die Wurzeln geben. Wir haben Vesicularia montagnai. Das ist so ein schönes Moos. Auch schön hier mit dem Plant-It-Töpfchen. Einmal Moos. Wir haben den In-vitro-Cup nochmal Hydrocotyle tripartida mini. Schöne verspielte Pflanze. Wir haben eine Bucephalandra Serimbo Brown, das kommen wir jetzt in Aufsitzerpflanzen. Was haben wir noch? Hygrophila pinnatifida Nummer 3. Wir haben noch Juncus repens, das ist so ein schönes Gras, was schön in Kombination so zwischen dem vorderen und dem hinteren Pflanzenbereich wirken könnte. Wir haben jetzt in den Topf, das waren jetzt die In-vitros, jetzt kommen die Topfpflanzen, Anubia Batteri Variante Nana, ja. Okay, wir haben den Microsorum Petrobus Petit, der ist schon relativ trocken. Hier müssen wir mal gucken, dass wir die zeitnah ein bisschen feucht kriegen. Gratiolia viscidula, das ist nochmal eine schöne Stängelpflanze für den Hintergrund. Wir haben nochmal die Rotala Species Hara. Wir haben Bolbitis hudelotti, nochmal ein Farn. Wir haben nochmal Bolbitis hudelotti, ein weiterer Farn. Wir haben Microsorum Petrobus Trident. Wir haben Bacopa Australis. Wir haben Liliopsis brasiliensis als Pet. Da freue ich mich besonders drauf. Und zwar haben wir jetzt hier wirklich den Rollrasen. Und zwar gibt es hier von Dennele. Ja, Liliopsis brasiliensis als Pet. Und das Ganze ist hier auf so einem Gitter aufgebunden. Wie wir das jetzt hier ins Becken bekommen, da bin ich selbst mal gespannt. Das Ganze haben wir zweimal, dieses Pet, den Rollrasen. Und wir haben last but not least noch die Bucephalandra. Was haben wir denn hier? Bucephalandra Bukit Kelam. Die Bucephalandra Pygmaea Bukit Kelam. Weitere Bucephalandra. Und wir haben noch zwei Anubia Pangolini. Pangolino müssen das sein, oder? Die Anubia. Nana Bonsai wird es sein, ja? Die Nana Bonsai. Also die Pflanzen für die kommenden zwei neuen Scapes. Konkret wird jetzt hier die Elocaris Pusilla, dieser Bodendecker, dieser grasartige Bodendecker, der wird hier in das Becken kommen. Da läuft jetzt allerdings noch der Dark Start. Ich muss mal schauen, ob ich ihn komplett durchziehe oder ob wir den jetzt vorher schon mal ablassen und bepflanzen. Mal schauen. Es ist jetzt nicht viel, die vier Töpfe. Allerdings würde ich jetzt dann auch relativ feingliedrig das Ganze hier ins Becken reimern. Wie das Ganze dann vonstatten geht und aussieht, das zeige ich euch später. Und als Hintergrundpflanze bin ich mir noch nicht ganz entschlossen, ob ich nämlich gegebenenfalls eine, die eigentlich für den Dennele Nano Cube 30 Liter nämlich vorgesehen war, wo wir sehr viel Aufsitzerpflanzen hier haben, ob ich eine Rotala Hara, eine Bacopa Australis oder eine Gratiola Viscidula
hinten nämlich noch reinnehmen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ich nämlich noch hier für das Becken als Hintergrund, so als Sunset an der Seite vor dem Filter einen Auslauf quasi, nochmal eine Rotala Hara reinnehme. Hier ist auch nochmal ganz spannend, die Blätter in der Emersenform, die sind relativ rund und relativ dick und rund, und unter Wasser werden die ja so nadelförmiger und relativ flach, eher so wie so kleine Klingen. Das ist auch ganz spannend, wie der Unterschied ist jetzt hier in der Version. Also ich freue mich wieder drauf, mal wieder ein bisschen hier pflanzen und skaten zu können. Wir werden jetzt nochmal schauen, für das Becken, wie gesagt, sind die Elocaris Pustila vorgesehen, die vier Töpfe und gegebenenfalls noch ein Topf Rotala Hara für den Hintergrund. Das muss ich mir nochmal überlegen. Die würden wir dann quasi wegrationalisieren aus dem 30-Liter-Cube, wo es eigentlich mal vorgesehen war. Nur ihr seht schon, der 30-Liter-Cube, wie der aussehen wird, das wisst ihr noch nicht. Ich weiß es, das Layout steht, das Hardscape steht. Es wird eine große Wurzel sein, die vom hinteren in den vorderen Bereich reinläuft. Im Vordergrund wird hier der Bacopa brasiliens, dieser Liliopsis brasiliensis, dieses Pad als quasi Rollrasen reinkommen. Der Übergang zu der Wurzel wird dann mit der Juncus repens erfolgen sollen, und die Wurzel an für sich wird dann viel mit der Hygrophila pidentifida und mit dem Busse phalandre, mit den Anubia, mit den Moosen und mit den Farnen, hier konkret mit dem Mycosom petrobus petit beziehungsweise mit dem Bolbitis sodelotti dann erfolgen. So ist das Ganze geplant, und wie es nachher aussieht, wie es umgesetzt wird, da bin ich selbst gespannt, ob das genauso kommt oder wie es kommt, und alles Weitere schauen wir jetzt mal an. Mit diesem massiven Pflanzenaufgebot wird jetzt also der 30 Liter Nanocube bepflanzt werden. Wie das Ganze dann nachher aussieht, werdet ihr zeitnah hier auf meinem Kanal sehen. Also Kanal abonnieren, Video liken und gespannt bleiben, wie es weitergeht. So, meine Lieben, das war das Unboxing dieses kleinen, großzügigen Pflanzen-Sponsorings hier von Dennett. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Dennett Plants, insbesondere an Juris für das Möglichmachen des Sponsors hier. Ich freue mich jetzt riesig auf zwei neue Scape-Projekte, und ihr werdet natürlich mit auf die Reise genommen. Ich werde euch zeigen, wie die Becken bepflanzt werden, wie die Einfahrphase verläuft, wie der Darkstart hier quasi verläuft. Der Nanocube wird noch bepflanzt werden und direkt geflutet werden, so ist zumindest der Plan. Und das enthalte ich euch natürlich nicht vor. Also bleibt gespannt und schaut es euch an. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpassen werdet. Es wird spannend bleiben. Wird es alles so kommen, wie ich es mir vorstelle, oder wird es noch Probleme geben? Ich bin genauso gespannt wie ihr. Also, jetzt geht's ans Gelben. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, euer Eike. Ciao.